Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir hatten ja im Vor-Unboxing uns jetzt schon mal genauer ein bisschen angeguckt. Jetzt gucken wir uns den mal ganz genau an. Und zwar habe ich ein Gartenzwerg. Eigentlich habe ich gedacht, für meine Mama ihren Garten. Ich habe auch leider nur 27 Euro von Temu gehabt, wo ich was bestellen kann. Ich hätte was für 50, 60 Euro hätte ich brauchen können. Ich will noch für meine Mama Lampen bestellen. Pilzlampen, normale Lampen für den Garten. Ein bisschen Dekokram. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass der hier größer ist. Ja, also die Sicht ein bisschen knubbelig. Ja, aber für 6 Euro. Und ein bisschen leicht. Ist, glaube ich, Plastik. Ich habe gedacht, dass der mindestens so groß ist oder so. Ja, aber es ist halt ein Gartenzwerg, aber ein Stück größer hätte das nicht, hätte das auch getan, würde ich sagen. Aber hier mit den Händen, ich weiß nicht, ob das Handschuhe sein sollen, aber die so weit hoch bis zum Ellbogen und dann grün. Finde ich halt ein bisschen kontraproduktiv, aber okay. Aber ich denke mal, es soll ein Handschuh darstellen. Ein Wikingerzwerg. Es geht, also es ist kein hochwertiges Produkt, brauchen wir uns jetzt hier nichts vormachen. Es geht. Bei Amazon hatten sie gleichen, aber viel teurer. Das hätte ich dafür nicht ausgegeben. Aber hier 6 Euro dafür. Puh, 6 Euro für einen Gartenzwerg. Ein bisschen größer wäre vielleicht nicht schlecht. Aber im Beet, sonst kann man sich 2, 3 holen und packt die ins Beet und hat dann ein paar Wikinger im Beet. Ist doch nicht schlecht, würde ich sagen. Hier gibt es doch Türstopper und sowas alles, aber aus Stoff. Das ist das nächste, was für mich noch in Frage kommt. Weil mein Mops, der die Wohnzimmertür hält, der geht langsam kaputt. Der ist oben der Rücken, die Naht aufgegangen und das geht immer weiter auf. Ja, der schielt auch so ein bisschen, würde ich sagen. Also wie gesagt, also einzige, was mir nicht gefällt, ist mit den grünen Handschuhen oder was eigentlich Hände darstellen sollen. Die sind auch nicht so symmetrisch hier. Ja, das ist ein bisschen plump. Aber darauf achtet ja, glaube ich, keiner. Hier geht so ein bisschen grün in Bart über. Aber so schön flocht in Bart, schön langen Bart. Gesicht, okay. Helm, okay. Ja. Also, es ist nichts Hochwertiges. Das ist wirklich nur kleiner Tinnef, den man halt irgendwo als Deko irgendwo hinstellt ins Blumenbeet oder in eine Palme, in eine große Palme, den da rein und fertig ist, dann steht da ein Wikinger halt in der Palme. Ja? Das ist halt nur wirklich ein bisschen Dekokram. Aber halt mit den Handschuhen finde ich halt ein bisschen komisch. Aber naja, okay. Aber sonst, für 6 Euro ist das okay. Bei Amazon war er für 17, genau der gleiche. Für 17 oder 18 Euro drin, hätte ich dafür nicht ausgegeben. Zeig euch so, wie das ist. Hätte ich nicht dafür ausgegeben. Aber hier für 5, 6 Euro, ich habe auch bei Temu schon gesehen, wenn man Rabatt kriegt, die haben ja manchmal so Rabattaktionen gehabt, da hättest du den auch für 2, 3 Euro kriegen können. Und also für 2, 3 Euro hätte ich dann aber auch gleich, also wenn ich für 2 Euro das Ding sehe, wenn da mal so Rabattaktion ist oder so, ja, da würde ich aber auch gleich 3 oder 4 bestellen. Ja, dann kommt man auf den gleichen Preis, was einer kostet, und man hat 3, 4, die man sich dann halt in eine Reihe oder in mehrere Blumen stellen kann. Da hat man dann mehr davon, als wenn man ihn so einen kleinen hat. Also Verarbeitung okay. Es ist nichts sehr Hochwertiges, es ist halt nur aus Plastik gegossen in Gartenzwerg, Wikingerform, was eigentlich ein Zwerg ist. Mit Bart und mit Wikingerhelm, aber ein süßer Gimmick. Zum Verschenken oder so ist es okay. Oder für ein Blumenbeet. Ja, ist es okay. Für den Preis. Aber halt die 18 Euro bei Amazon oder bei eBay hatten sie auch schon gesehen. Hätte ich nicht bezahlt. So, nichtsdestotrotz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.